Im Jahre 1890 wurde die heutige Röhm Verlag und Medien GmbH und Co. KG von Konrad Röhm in Sindelfingen gegründet. Das ursprüngliche Unternehmen hatte seinen Sitz am Marktplatz Sindelfingen. Heute wird das Familienunternehmen in vierter Generation von Dr. Wolfgang Röhm geleitet. Der Röhm Verlag ist in 125 Jahren durch viele große Veränderungen gegangen. Die Gründerzeit, die Enteignung in der Nazizeit, der Wiederaufbau nach den Jahren 1945-46 und vor allem viele große Marktveränderungen in den letzten Jahrzehnten. Immer war uns aber eines wichtig, und das war das Engagement zur Identität und zur Weiterentwicklung unseres Lebensraumes. Das heißt also Sindelfingen, Böblingen und den angrenzenden Gemeinden. In den letzten Jahren hat sich der Röhm Verlag mit seiner Sindelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung, zu einem großen Medienunternehmen entwickelt. Zudem eben auch das Wochenblatt Böblingen, die Druckerei, die Buchhandlung und als neuestes Kind die BW Post Böblingen gehören. Die SZBZ erreicht heute täglich fast 40.000 Leser in den Landkreisen Böblingen und Calw. Was uns als lokale Tageszeitung besonders stolz macht, sind die vielen journalistischen Auszeichnungen der letzten Jahre, bei denen wir problemlos mit größeren Zeitungen konkurrieren können. So erhielten wir beispielsweise schon mehrfach Auszeichnungen für unsere herausragende grafische Gestaltung und den Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und wie entsteht nun eine Zeitung? Zuerst einmal brauchen wir Inhalte, die in verschiedenen Abteilungen entstehen. Da wäre zunächst die Redaktion, die für die Bereiche Lokales, Sport und Kultur sowie Sonderthemen zuständig ist. Täglich gibt es zwei Redaktionssitzungen. In der Morgenkonferenz werden die Inhalte zur nächsten Ausgabe besprochen. Am Nachmittag wird der aktuelle Stand des Inhalts überprüft. Jeder der Redakteure hat unterschiedliche Aufgabenbereiche und besucht dementsprechend auch Termine oder Veranstaltungen zu diesem Themenbereich. Die Redakteure schreiben nicht nur eigene Beiträge, sondern bearbeiten auch zugesandte Texte. Die Artikel werden dazu illustriert und mit Bildern ergänzt. Den überregionalen Teil der SZBZ liefert die Mantelredaktion der Stuttgarter Nachrichten. Wir verstehen uns als modernes Medienhaus. Kern ist dabei die SZBZ als starke Marke und lokale Tageszeitung. Dazu bauen wir aber auch neue Geschäftsfelder auf, etwa die Bereiche Online, Veranstaltungen, Messen und Magazine. Einen weiteren Teil des Zeitungsinhalts liefert die Anzeigenabteilung. Hier werden private Kleinanzeigen, Werbung des lokalen Handels, Stellenmarkt, Immobilienmarkt und Automarkt und vieles mehr angeboten. Die Mitarbeiter beraten Sie individuell zu Ihrem Werbekonzept. Die erfassten Anzeigen werden schließlich in der Satzabteilung auf einer Seite zusammengesetzt. Der Erlös der Anzeigen und Prospektbeilagen sichert als zweites Standbein die publizistische und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Zeitung. Wenn alle Inhalte stehen, können die Druckplatten belichtet werden. Wie bei einem Laserdrucker werden die Druckinhalte durch Wärme und Licht auf eine empfindliche Oberfläche belichtet. Die nicht belichteten Teile werden anschließend mit einer umweltschonenden Chemikalie weggespült. Die verbrauchten Platten, die aus Aluminium hergestellt sind, führt das Unternehmen zu 100% dem Recyclingprozess zu. Die Platten werden auf die Zylinder der einzelnen Druckwerke gespannt. Die Papierrolle wird eingesetzt und der Farbstand geprüft. Dann kann der Druck starten. Der Druck findet zwischen 23.30 Uhr und 2.30 Uhr statt. Je nach Umfang der Zeitungen verbraucht der Z-Druck unterschiedlich viel Papier. Grundsätzlich sind das aber insgesamt rund 3.000 Tonnen im Jahr. Verwendet wird nur Recyclingware, die zu 100% aus Altpapier besteht. In der Anlaufzeit wird die Druckmaschine nachjustiert. Das geschieht einerseits automatisch durch ein Regelsystem der Maschinensteuerung, andererseits aber auch durch die Maschinenführer. In dieser Zeit werden etwa 250 bis 350 Exemplare gedruckt, die nicht für die Auslieferung bestimmt sind, die sogenannte Makulatur. Nun passiert alles automatisch. Die Zeitungsseiten werden in der richtigen Reihenfolge gedruckt und im Falzapparat fertig zusammengelegt. Läuft die Maschine mit Höchstgeschwindigkeit, druckt sie pro Stunde bis zu 32.000 Zeitungen mit je 32 Seiten. Eine Förderkette transportiert die gedruckten Zeitungen in den Versand. Hier werden bis zu 6 Zeitungsbeilagen, Vordrucke, Magazine und Sonderveröffentlichungen gleichzeitig maschinell eingelegt.
Bei der anschließenden Paketherstellung bekommt jedes Zeitungspäckchen einen Adresszettel und wird so einem Bezirk und einem Austräger zugeordnet. Elektronisch gezählt, gestapelt und verpackt geht es zur Ladezone. Neben der SZBZ werden hier auch das Wochenblatt, die Nagold-Altensteiger-Woche sowie Sonderprodukte gedruckt. Außerdem entstehen hier auch das Mühlacker-Tagblatt und der Gäubote. Die Zeitungsstapel werden an die Austräger und Kioske verteilt. Damit die Zeitung jeden Morgen in ihrem Briefkasten liegt, sind die Austräger Nacht für Nacht bei jedem Wetter für sie unterwegs. Aber nicht nur die Printausgabe liegt mittlerweile morgens auf dem Tisch. Das E-Paper und der Online-Auftritt www.szbz.de finden ebenfalls viele Nutzer. Hier können Sie auch in den Bildergalerien oder in der Rubrik Videos stöbern oder einzelne Artikel lesen. Mit durchschnittlich 120.000 Visits monatlich ist die Seite gut besucht. Das liegt vor allem daran, dass für jede Zielgruppe etwas geboten wird. Vom Immobilienmarkt über den Bundesliga-Trainer bis hin zum E-Shop. Ganz aktuell informiert sind Sie auch über den Facebook-Auftritt der Sindelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Rund 14.000 Facebook-Freunde sind eng mit Ihrer Zeitung verbunden. Bei Fragen rund um Abos, Zustellung, Änderungen und E-Paper-Nutzung hilft Ihnen der Leserservice gerne weiter. Des Weiteren hat sich das Angebot über die Zeitung hinaus entwickelt. Die SZBZ organisiert jährliche Messen und Veranstaltungen. Außerdem erscheinen Spezialmagazine und es werden Leserreisen als Tages- und Mehrtagesfahrten angeboten. Zudem gibt es mit der Abokarte viele Vergünstigungen für die Leser und Leserinnen. Überzeugen auch Sie sich von unseren Angeboten.